Willkommen, schön, dass Sie dabei sind bei einem Aktionär TV Interview, liebe Zuschauer, und schön, dass Andreas Deutscher an meiner Seite ist. Hallo. Hallo Marco. Wir starten mit Disney in die Sendung. Die Übernahme, die Fox-Übernahme, die ist jetzt in trockenen Tüchern. Die Aktionäre haben auch noch zugestimmt. Jetzt kann das Ganze tatsächlich vollzogen werden. Ja, es gibt wohl noch ein paar Regulierer, die da zustimmen müssen. Aber es sieht sehr gut aus für Disney, dass die beiden zusammengehen können. Ich meine, das ist ja schon eine Hochzeit im Himmel, kann man sagen. Die Fox-Assets super wertvoll für Disney, auch im Angesicht des Streaming-Dienstes, der 2019 starten soll bei Disney. Und naja, die Aktie hat darauf auch entsprechend reagiert. Also ich habe es ja oft gesagt, die ist eigentlich überfällig für eine Aufholjagd. Und jetzt haben wir hier wirklich eine sehr schöne Chartformation. Jetzt haben wir hier diesen Widerstand, der ist dann genommen worden seit Juni, wirklich höchstens 15%. Wenn man jetzt länger zurückgehen würde, würde man auch den Abwärtstrend sehen seit 2015. Der ist jetzt auch erstmal durch. Jetzt kommt es darauf an, dass er nachhaltig ist. Das wäre natürlich ein starkes Kaufsignal. Das Allzeithoch bei knapp 122 Dollar ist dann auch in Sicht. Und deswegen ist jetzt hier wirklich meine schon längere bullische Einschätzung dann nochmal gerechtfertigt. Dann schauen wir auf McDonald's gleich mal gleich weiter, denn da gibt es heute Neuigkeiten sozusagen. Es gibt jetzt den McCoin. Mhm. Was das ist genau? Kannst du uns ein bisschen aufklären? Also das ist ein Token, also eine Art Kryptowährung, mit der man den Big Mac bezahlen kann bei McDonald's. Naja, das zeigt ja dann auch wieder mal, wie digital das Unternehmen sich dann aufstellt. Man hat ja schon diese mobilen Terminals in den Filialen, wo man dann bestellen kann und es wird ja wahrscheinlich dann auch so sein, dass Personal immer mehr abgebaut wird und dass diese Terminals dann immer mehr Arbeit übernehmen, beziehungsweise dann auch noch Roboter, die dann in der Produktion dann eingesetzt werden können und im Service auch. Und na klar, jetzt dieser Token, damit will McDonald's dann auch wieder punkten, ist auch eine schöne PR-Aktion. Ja, der Aktie hat sich jetzt nicht wirklich geholfen. Also wir haben ja hier das Hoch gesehen, dann hier der kurzfristige Abwärtstrend noch intakt. Wir haben hier eine Seitwärtsbewegung schon hier von ein paar Monaten. Also das sieht jetzt charttechnisch wirklich nicht so gut aus, aber fundamental bin ich nach wie vor überzeugt von McDonald's. Es ist einfach eine Cashmaschine, hohe Margen hier, starke Marke, und das Unternehmen hat ja unter dem neuen CEO Easterbrook auch gezeigt, dass man sich da neu erfinden kann, dass man zum Beispiel dann auch mal im Menü was machen kann, dass man auch gegen diese neue Konkurrenz, diese Burger-Konkurrenz, die in Amerika super angesagt ist, wie zum Beispiel Shake Shack, dann auch nochmal punkten kann, indem man einfach hier das Menü verändert und dann läuft es wieder. So, dann schauen wir jetzt auf Weight Watchers. Da lief es ja sehr gut in den letzten Wochen und Monaten. Jetzt aber scheint man so eine kleine Verschnaufpause einzulegen, die Aktie. Kann es noch weiter bergab gehen oder denkst du, das ist jetzt nur ein kurzes Ausruhen des Wertes? Das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben ja auf jeden Fall hier eine sensationelle Performance gesehen. Wir hatten ja hier das Hoch, die Aktie. Wir haben ja hier jetzt hier die Jahresperformance hier. Das müssten jetzt immer noch so knapp 60% sein. Wirklich wunderbar gelaufen, die Aktie. Ich habe es ja oft hier besprochen, dass hier diese Fantasie ist, ob Oprah Winfrey als Präsidentschaftskandidatin antritt. Aber wir haben natürlich hier auch ein Unternehmen, was in dieser Zeit des Internets es wirklich geschafft, also wo es ja ganz viele Diäten im Internet gibt, also muss ja wie nur bei Google das mal eingeben, dass Weight Watchers es da trotzdem geschafft hat, sich zu positionieren. Das Kundenwachstum ist schon wirklich sehr beeindruckend und deswegen ist es eine starke Aktie. Sehr gut gelaufen, wie gesagt, auch nicht mehr ganz günstig bewertet. Deswegen haben wir auch zuletzt geraten, ein paar Gewinne mitzunehmen. Aber nicht alles vielleicht wirklich, dass wenn Oprah es sich dann anders überlegt und sagt, ja, ich mache es halt doch, ich trete gegen Trump an, dann wird die Aktie explodieren. Also wahrscheinlich wird sie dann explodieren. Gut, wir waren ab 2020 sind die Wahlen. Hm. Irgendwann müssen sie sich ja mal festlegen, ob sie... Oder ja, im Moment schraubt sie sicher. Sie hat ja gesagt, das Politik-Business würde sie umbringen. Hm. Schauen wir mal. Gut, wir schauen unterdessen auf Hasbro. Die haben in der letzten Woche, war es glaube ich, Zahlen vorgelegt, die sehr gut ankamen. Da ging es rauf, aber zuletzt auch wieder runter für den Wert. Na gut, das war jetzt nicht so ungewöhnlich nach dieser starken Performance. Hier nochmal Gewinnmitnahmen. Aber man sieht ja auch hier, dass die Aktie jetzt hier sich hier einpendelt auf diesem Niveau. Es war ja wirklich extrem hier, diese ganzen Einbrüche, die man gesehen hat durch die Pleite von Toys R Us, wo ja ein wichtiger Vertriebsweg eingebrochen war. Meiner Meinung nach ist das genau eigentlich so dieses klassische Aktieninvestment-Thema, wenn man sagt, das Unternehmen ist eigentlich gut, qualitativ gut. Wir haben ja hier Top-Ware, wir haben ja die Transformers, dann die Nerf und weiß der Geier, was Hasbro alles noch hat. Und wenn dann halt so ein Problem aufkommt, wie dass ein Vertriebsweg, also ein Unternehmen wie Toys R Us, ein Vertriebsweg wegfällt, dann kann man das ja irgendwie beheben. Also es ist jetzt keine mega Herausforderung, die Sachen dann an den Mann zu bringen. Und es war ja auch so, dass dann andere Unternehmen
in die Bresche springen, Walmart zum Beispiel, also die klassischen Retailer dann in Amerika, in Deutschland dann zum Beispiel Müller. Und das, die Ware, wenn sie gut ist, wird schon den Kunden finden. Und deswegen ist das jetzt hier auch nicht so überraschend gewesen, dass Hasbro dann wieder dreht. Wir haben sie als laufende Empfehlung. Ich bin nach wie vor von Hasbro überzeugt, also als Langfristunternehmen wunderbar. Spielzeug wird immer nachgefragt und also die Aktie wächst gut. Sehr kreatives Management und deswegen hier auch weiter lang. Dann kommen wir zu den Spielzeugen für die großen Kinder. Wir schauen auf Harley Davidson. Die waren ja zuletzt wegen des Streits. Sehr gute Überleitung. Danke. Mit Donald Trump im Fokus gestanden. Aber sie haben ja auch einiges an Plänen. Ein kleineres Motorrad habe ich gelesen für Asien. Ein E-Bike sogar. Hätten wir uns auch nicht unbedingt damit in Verbindung gebracht. Ja. Aber wie steht es denn um die Aktie, um den Wert an sich? Na ja. Gut. Du hast es richtig gesagt, also der Streit mit Donald Trump, der ist natürlich heftig. Also das ist ein Unternehmen, was natürlich Made in America ist. Und die Zölle, die im Ausland dann verlangt werden auf Harley Davidson, die gehen da schon richtig ans Eingemachte. Und man hat es ja hier gesehen, die Performance wirklich extrem schwach dann in dem Jahr. Harley hat darauf reagiert, man will ja die Produktion teilweise auslagern. Und dann ist es natürlich die Frage, ist es dann noch eine Harley, also Made in America, also man will ja den American Way haben dann und also schauen wir mal. Aber auf jeden Fall finde ich jetzt persönlich, dass die Aktie auf die Watchlist gehört, weil wenn sich dieser Zollstreit mal gibt und man einigt sich, dann ist es ja genau wie bei Hasbro, dass man sagt, okay, die Ware ist ja eigentlich gut und du sagst es selber, sie sind kreativ mit E-Bike und möglichen, vielleicht finden sie ja neue Käuferschichten. Und dann ist es natürlich auch so eine Aktie, die dann auch mal schnell wieder dreht. Wir haben KGV von 11, das ist sehr günstig. Und schauen wir mal. Also auf jeden Fall auf der Watchlist behalten, genau beobachten, wie sich das entwickelt. Wir schauen auf Zalando, die sind auch einen ungewöhnlicheren Weg gegangen, haben jetzt ihre erste Filiale eröffnet in Berlin. Ja, Flagship Store. Ja, ist es ein Zukunftsmodell? Genau. Also im Beauty-Markt, ne? Ja. Das ist, das ist ja natürlich auch so dieses Zeichnen wieder auch für die Kunden, aber auch für die Industrie, also für die Parfümhersteller, dass man Präsenz hat vor Ort, dass der Kunde dann auch hingehen kann. Nicht so sehr, dass sich alles im Internet abspielt, sondern sagt, hier, das ist ein Flagship-Store und auf jeden Fall hochinteressant, gute Möglichkeit, sich dann auch den Kunden da zu zeigen. Und die Aktie ist interessant. Wir haben mit dem aktuellen Aktionär eine ausführliche Analyse. Da gibt es ja auch Übernahmespekulationen. Deswegen will ich jetzt hier gar nicht so viel dazu verlieren. Aber der Chart, schauen wir uns den Chart mal an. Also wir haben jetzt nochmal Dynamik reinbekommen, die Aufwärtsbewegung, den Aufwärtstrend. Kämpft um einen Rekordhoch und deswegen hier auch Long bei Zalando. Also weiteres im Aktionär gibt es jetzt schon als E-Paper oder ab morgen Freitag dann im Handel. Genau. Wir schauen auf Adidas, da gibt es am 9. August, ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, dann die Quartalszahlen für eben das vergangene zweite Quartal. Was erwartest du denn hier von den Zahlen? Es wird auf jeden Fall spannend, weil die Konkurrenz hier gepunktet hat zuletzt. Puma und Nike, denen geht es wieder ziemlich gut. Und deswegen halten sich die Kunden hier, die Käufer hier, die Anleger hier bei Adidas zurück. Also wir haben hier im Moment den Kampf um die 200-Tage-Linie. Kurzfristiger Abwärtstrend, also wenn Adidas das dann irgendwie dann doch schafft, gegen Puma, Nike, Under Armour dann wieder zu punkten, dann wird die Aktie dann auch drehen. Also im Moment alles so ein bisschen in der Schwebe. Positiv ist auf jeden Fall die die Weltmeisterschaft, Fußballweltmeisterschaft in Amerika. Wird die Marke da auch noch ein bisschen bekannter machen im Sportsektor. Und warten wir erstmal die Zahlen ab. Müssen wir bei Metro nicht tun, denn die gibt es schon. Unser letzter Wert für heute. Heute kamen die raus. Wie sind sie ausgefallen? Die waren jetzt besser als erwartet, beziehungsweise gibt es Anzeichen dafür, dass das Russland-Geschäft nicht mehr ganz so schlecht läuft. Aber wenn wir uns mal diese Performance anschauen. Also wir hatten ja hier diesen Seitwärtstrend, war eigentlich auch alles okay, der Abspaltung da, Kekonomy und Metro. Und jetzt, wenn man sich das mal anschaut, das ist wirklich eine Katastrophe. Das sind 40% seit dem Hoch. Und der Vorstand bleibt hier noch wichtige Fragen, lässt hier wichtige Fragen noch offen. Wie wird man diese Krise dann angehen, nachhaltig in Russland? Wie kann man gegen Konkurrenten angehen, wie Aldi, die ganzen Discounter oder eine Amazon dann im Onlinehandel? Also ich meine, auch wenn jetzt hier dann mal die Aktie dann wieder dreht, weil das Unternehmen sagt, in Russland lief es dann etwas besser. Aber das ist natürlich noch absolut keine Trendwende und deswegen hier kein Kauf. Okay, das war's für heute. Dankeschön, Andreas. Danke auch Ihnen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.